Sollen wir mal erst ein normales Subraumsignal entdeckt. Ja, sollen wir mal erst in die Station fliegen? So ein bisschen Scheiß verticken, damit wir ein bisschen Platz haben wieder. Hast du keinen Platz? Ja, wir haben halt gelootet, ne? Okay, komm. Oh Gott! Boah, die Steuerung, die ist noch ein bisschen... Oh je, interessant. Ja, du darfst nicht zu viel lenken, während du boostest. Du musst dann runter von... Ja, wer rollt? Mensch, wer bremst, verliert. Wo ist denn der Eingang? Ich bin drin. Ach, da ist der Eingang. Perfekt. Wiu. So. Die Leckerschmecker sind gelandet. Jawohl. Patrick und SpongeBob. Ja. So. Steigen. Ne? Das Warp-Portal benutzen. Ja, Gesundheit. Dafür rennst du aber in die falsche Richtung, Bro. Echt? Ich dachte, stehe ich hier. Das ist auf der anderen Seite. Oh, okay. Boah, guck mal, hier ist schon wieder so ein Moped, was quasi nur aus einem dicken Triebwerk besteht. Was ist das denn für eine Tröte? Wie geil ist er denn? Er hat sich so gedacht. Raumschiff, alles Unwichtige muss weg, Cockpit und Triebwerk. Reicht. Die sehen schon teilweise echt kacke aus, muss man ja ganz ehrlich sagen. Hallo, Wache Halen. Was kostet die Schleuder? Erzähl mal. Poi, Eindringling, am Arsch Eindringling, ich bin super, bin ich. Alter, das Teil ist ja ultra billig. Das könnte ich mir sogar leisten, wenn ich nicht mein Schiff verkaufe. Ja, das sieht aber ja, auch gut, scheiße er hat ja aus. Auch alles Wichtige weggelassen, ne? Das ist ja einfach nur ein Triebwerk. Ja, ich hätte gerne einmal nichts. Wahrscheinlich hat er irgendwie, so wie wir, letztens so einen alten abgestürzten Frachter gefunden und hat sich gedacht, alles klar, das Triebwerk ist doch noch gut. Wie komme ich hier mit dem wenigsten Aufwand wieder weg? So, habe ich das jetzt... Hier! Wellenlänge für Terminusaufspürung offline. Wie offline? Warum? Das Teleportnetzwerk ist vorübergehend offline. Schade, Robin, wir können nicht teleportieren. Das gibt's nicht! Ich habe das Rezept für Gefahrguthandschuhe gelernt. Das ist ein Scherz. Doch! Symphonie für einen verirrten Reisenden? Nee. Nee, ich habe einfach mit so einem Typ gequasselt und er wollte 50 Natrium, habe ich ihm gegeben. Wie geil ist das denn? Ja, dann weißt du Bescheid. Wenn du ein bisschen was übrig hast, kannst du wieder welche craften. Nee, das kann man ja nur in seinem eigenen Inventar. Du weißt, das ist so ein Technologiebaustein. Ach so. Der wird ja dann direkt eingebaut in den Rucksack. Und ich kann mir das auch schon fast leisten, Alter. So, galaktischer Mark. Aber ich kann dir den Typ zeigen, wo du das kriegst. Ja, sofort. Brauchen wir Salz? Salz? Im Moment weiß ich nicht wofür. Gut. Ja, weg. Was ist mit Chlor? Weiß ich jetzt auch nicht, nö. Wahrscheinlich nicht. Ich brauche unbedingt mehr Platz im Inventar. So. Hallo. Hoi. Ja, das auch noch. Keinerlei, bla bla bla. Die bitten mich ja alle um Hilfe. Ich lehne mal erstmal ab, ne? Wir können mal erstmal hier weiter gucken, was uns... Wo ist denn der Typ? Zeig mir jetzt erstmal die geile Sau. Was braucht der? Natrium. Der mit den Handschuhen. Zeig mir dir mit den Handschuhen. Erschöpft. Aufladung. Bah. Kannst du mal 10 Meter sprinten. Wo ist der mit den Handschuhen? Zeig warte, mir. Das ist der hier. Der mit dem iPad. Echt? Der hatte für mich nur eine Quest.
Ja, was hast du dem denn gegeben? Eingeschickt? Gar nichts. Also, der hatte für mich nur eine Quest zum Annehmen gehabt. So. Ein Geschenk anbieten, ein Viking-Dolch. Nö. Ja, dem kann ich nichts geben. Aus seiner Erfahrung habe ich nichts gewonnen bei dem Jungen. Die sehen alle aus, ne? Was soll man noch mit den anderen? Vielleicht haben die auch noch irgendwelche geilen Sachen. Ja, die wollen alle so einen scheiß Viking durch. Leutnant Deck. Beeindruckend wirkend. Okay. Warte, pass auf. Die Lebensform gestikuliert, als ich mich ihr nähere. Sie lenkt meine Aufmerksamkeit auf ihre Waffe. Eine Drohung, ein Versuch, mich einzuschüchtern, Angeberei, ein gut gemeinter Freundschaftsbeweis. Ihre Kultur bleibt mir so fremd. Was bin ich beeindruckt? Ich bin beeindruckt. Ha! Verpasst dein Wohltier wieder eine kleine Politur? Ha! Ist jetzt mein Rang gestiegen? Nee, ist er nicht. Warum würdest du nach dem Weg fragen gehen? Dann kriegen wir doch nur andere Punkte drauf, oder? Beim nach dem Weg fragen öffnen sich doch nur andere Punkte dann, in dem dann System. Kriegst du so interessante Punkte, ja, wo man irgendwas kriegen kann halt. Ja. Ja. Also Sidequests im Grunde. Ja, sollen wir dann erstmal die Main Quest machen? Ja, können wir machen. Gut. Weil ich meine, gucken können wir immer noch. Aber ich labere hier trotzdem noch jeden an, weil wenn da noch irgendwer was hat, was ich nehmen kann, dann. Ich gucke hier auch noch ein bisschen durch die Gegend. Ich wollte die Händler da hinten abklappern und dann können wir von mir aus weiter. Vor allen Dingen. Ja. 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 Was ist er denn für einer? Den Neutronenanalysator. Waffenterminal. Was bist du denn für eine geile Map? Oh, 1,5 Millionen, ja gut. Ist das so eine von diesen riesen Knarren? Das ist eine von so einem riesen Knarren, die ist sogar türkis. Und die hat 18 Plätze. Das ist eine Klasse C-Waffe. Die ist cool. Klasse C ist ja sogar halbwegs erschwinglich, ne? Ja, aber 1,5 Mille halt, ne? Ja, okay. Aber die Viking sind eh so eine Kriegerklasse, ne? Ja, ja. So, was haben wir? Fortgeschrittener Minenlaser. Die sind so ein bisschen, Wenn schon Rezepte kaufen. Klingon. Das ist eh besser, eigentlich Rezepte zu kaufen mit Nanithaufen, anstatt die Module direkt. Keine Ahnung. Weil die Rezepte, die kann man ja immer wieder kaufen. Und wenn du es aber nicht gelernt hast und deine neue Waffe kriegst, müsstest du das Teil direkt wieder neu kaufen. Und so, wenn du das Rezept halt hast, kannst du alles, craften. Das klingt plausibel. Plausibel. Ich habe jetzt hier zum Beispiel so einen fortgeschrittenen Minenlaser. Ist das sinnvoll? Fortgeschrittenen, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Gut, dann wird der doch schon mal direkt gekauft. Weil mit dem kannst du Sachen abbauen, die du vorher nicht abbauen konntest. Zum Beispiel Dinge, die du sonst nur in der Raffinerie machen kannst. Es gibt auch Kristalle, die beinhalten die direkt, aber die können wir im Moment noch nicht beschädigen. Ah, nein, ich dürfen gegen Baupläne handeln. Okay, cool. Oh lol, Robin. Nee, gar nicht wahr. Ein Gerät, das Standardkommunikationssignale eines Raumschiffes umwandelt, um den Transport von Materie und Daten zu ermöglichen. Ey, der Typ zeigt auf mein Multiwerkzeug, ich geb ihm das mal. Klar. Er bietet mir ein verbessertes Werkzeug zum Ersatz. Alter Vater. Ja, gib ihm. Nimm. Das ist aber auch ein ganz schöner. Ganz schöner Gerät, ey. Da ist schon ein Blitzwerfer drin vorinstalliert. Der war bei mir auch. So, was können wir denn hier nochmal Cooles?
Ja, Alter, das Ding ist umsonst. Das wäre ja dumm, wenn ich das nicht machen würde. Und das hat plus 2% Scanner-Reichweite. Ja, guck, mega gut. Das ist 1,68 Mille wert. Ach, guck mal, Robin, hier kann man auch Gefahrgut-Schutzhandschuhe kaufen. Und man braucht halt Valkyrien Rang 3. Also Valkyrien plus 3 brauchst du. Ach so. Und 80 Nanitenhaufen. Ist das eigentlich, wenn da steht, Valkyrien Rang verbessert, ist das dann direkt schon ein Rang oder wo kann man den aktuellen Rang ansehen? Ich glaube auch im Journal. Und denk dran, einen neuen Platz zu kaufen. Im Journal, wo sieht man das denn? So, ich brauche... Sekunde mal kurz. Ich brauche... eins. Brigadier. Dieselben Gesichtszüge so, und die aggressiver. Jetzt habe ich auch wieder einen Terrain-Manipulator. Wo sieht man das? Warte. K, L, M, N, O, P, alle Knöpfe. P! P! P? So, du gehst auf P und dann gehst du auf Meilensteine oben am Rand. P. Da. Und dann, ach so, Valkyrien. Also bei den Valkyrien bin ich neutral. Ja. Wir brauchen mindestens Valkyrien plus 3. Aber ich glaube, da müssen wir auch mehr die Sprache von denen lernen, bestimmt. Korvax haben wir schon plus 3. Korvek. Lol, bei den Gag bin ich auch schon auf 3. Wie geil ist das denn? Ja, ich glaube, bei den Gag starten man schon relativ hoch, weil das intergalaktische Händler sind. Ja. Alter! Genau ja. Das Teil, das der hier im Schaufenster hat, habe ich gekriegt. Echt? So einen Brüller hast du gekriegt? Das ist so ein Klopper. Vor allen Dingen auch in denselben Farben. So Pink und Babyblau, meine Lieblingsfarben. Geil. Das ist Türkis und nicht Babyblau. Ist es? Das Licht ist so komisch. Das Licht ist so komisch. Ja. Ja, gut. Ja, lass es Türkis sein. Auf jeden Fall mega geil. Ich geb dir mal meinen die Wasserstoff, ne, dann komm mal her zu mich. Fortgeschrittener Minenlaser für 75. Alter, das konntest du dir leisten? Ja, ich hab jetzt noch 67 Nanithaufen. Also den fortgeschrittenen Minenlaser, Moment, Multiwerkzeug. Wird der dann ersetzt? Oder kriegt er dann... Boah, keine Ahnung. Multi-Werkzeug-Inventar. So. Technologie installieren. Ich brauche dafür Kohlenstoff-Nanorohr, hermetisches Siegel und Technologiemodul können. Oh, schon wieder diese ätzenden hermetischen Siegel. Achso, das ist ein Zusatz. Die müssen wir kaufen, ne? Ich glaube ja. Ja komm, dann mache ich das jetzt hier schon mal. Ach ja, stimmt, du hast recht, hier Slot kaufen. Ja. Ein hermetisches Siegel. Kostet ja nur 20k, das ist ja... Was sagst du, ich soll mir auch noch direkt hier die Technologiemodule kaufen bei dem Eumel? Warte mal, da ist doch irgendwo... Sind die eigentlich im intergalaktischen Markt? Ist das eine Chance, dass man das da billiger kriegt oder so? Ich glaube, da kriegst du Durchschnittspreise. Also ich weiß es nicht genau, aber ich denke es. Das ist immer ein schicker Jäger hier. Der hat so eine Haifischflosse auf dem Gesicht. Scheiße, wie hieß das Ding denn jetzt nochmal? Was? Hermetisches Siegel? CDEFG. Das ist gar nicht Buch im Dingens. Ja, toll, die bieten das hier gar nicht an. Nur Technologiemodule. Naja, schade.
Ein anderes Mal. Wenigstens haben wir es schon mal. So, yo. Ich setze mich in den Flieger. Ich auch. Na dann. Was ist denn jetzt eigentlich unsere Mission hier? Ich habe ein anormales Signal entdeckt. Besuche den planetaren Außenposten. Ach so, ja. Lass das mal machen. Piu! Piu, piu! Laser ganz. Aber ich verstehe noch nicht so ganz, warum unser Teleporter offline ist. Ich habe ja gerade versucht, mich in die Station da mit dem Teleporter zu connecten, das ging nicht. Ach, muss man da für einen bestimmten Punkt in der Story erreicht haben, oder was? Ich gehe mal stark davon aus. Aber so weit sind wir dann anscheinend noch nicht. Sieht wohl so aus. Boah, jetzt habe ich Sturm auf, geil. Ich bin so eine Kirche, ich wirbel jetzt durch. Die hört man aber nicht, alles gut. Wie oft am Tag haben die eigentlich Messe? Keine Ahnung, vielleicht ist das so eine neue apostolische, die irgendwie ganz verrückte Zeiten hat. Ich weiß nicht, ob die sowas krasses hier haben. Ach Leute, das ist eine Station und ich wollte schon nebenan... Hochziehen! Mein Kopf dreht sich immer mit, das ist bei Elite nicht so der Fall. Schwarm löst sich auf, herzlichen Glückwunsch. Wo landest du denn? Ich stehe da, ganz links. Halb links, dreiviertel links. Okay, warte. Datenspeicher V6IY18. Ah, ich park neben dir. Oh, guck mal, cool, da vorne ist so ein Schiff, das besteht aus zwei dicken Triebwerken. Nice. Und sonst nix. Alter, man kann hier 67 Raumschiff-Treibstoff kaufen, plus 103% für 45.000. Ach du Kacke, dafür kann ich mir ein Raumschiff kaufen. Nee, gar nicht wahr, eins kostet 45.000. Was kostet okay, alles? Dafür kann ich mir wirklich ein Raumschiff kaufen. Alles kostet... viel. Warte. Ja, 3 Mille. Der Alien bietet mir einen Bauplan an. Sag mal, was hast du eigentlich für einen Lack? Antimaterie-Bauplan. Mit den ganzen Fuck. Was? Was hast du? Antimaterie-Bauplan. Du kannst Antimaterie bauen? Wie geil ist das denn? Ja, hier der spricht mit dem Typ, der gegen die Flagge guckt. Warte sofort. Boah, was bist du denn für ein Süßer? Hast du eine pink-weiße Rüstung und ein grün-gelbes Gesicht? Das passt wunderbar zusammen. Ich streich deine Augen. Der gegen die Flagge guckt. Ach, der. Ach ja, mit dem muss ich auch talken. Bis vielleicht. Wow. Wahrscheinlichkeit für Reisen. Was? Reisen-Anomalie, okay. Ja, der andere Lebensform. Okay. Der Alien bietet Bauplan, dank bei. Okay. Bauplan nehmen. Oder einfach gehen, ist auch geil. Hey, bitteschön, okay. Einfach abhauen. Verdichteter Kohlenstoff und chromatische Metalle. Okay. So. Poi. Oh, fuck. Der Krieger sieht mich scharf an. Ich habe offensichtlich seine Konzentration gestört. Ein Messer steckt in der Oberfläche vor ihm. Auffallend nah an den Fingern seines Handschuhs. Genau beobachten oder ein lautes Geräusch machen. Also ich gehe mal davon aus, dass der sich dann schneiden will, wenn wir ein lautes Geräusch machen, deswegen beobachten wir es einfach mal genau. Der Valkyrie übt weiter, aber der Druck des Publikums sorgt dafür, dass er ungeschickt und steif ist, okay. Ich gehe, bevor er meinetwegen seinen Finger verliert. Hätte ich mal ein lautes Geräusch gemacht.
Ach ja. Er hat sich auch gedacht, ne? Dieses kleine Schiff sieht noch nicht genug wie ein Penis aus. Wir müssen da zwei so dicke runde Triebwerke unten dran machen. Ja, ich meine, guck dir das mal an. Mein Gott. Ich guck sofort. Boah, ich bin so ein Krankenwagen, ich muss hier langfahren. Was für ein Schiff? Ja, was hier steht. Ach, das da, ja. Ich weiß auch nicht, was sich die Leute dabei denken. Gut. Stell da Antimaterie her.